Hi, wir sind heute mit der Gazelle Esprit unterwegs, einem schlichten Damenfahrrad, perfekt für die Stadt. Ein wunderschönes, leichtes, unkompliziertes, einfaches Damenfahrrad, welches quasi von alleine rollt, dank der großen Laufräder. Und es macht richtig Spaß, damit durch die City zu fahren. Dank dieser bequemen Position auf dem Fahrrad, man sitzt gerade und aufrecht, hat hier die einfache Nabenschaltung, total unkompliziert und für schnelle Bremsmanöver in der Stadt immer den Rücktritt bereit. Das ist natürlich ganz klasse. Dann haben wir noch den großen Gepäckträger hinten. Dort können wir auch einen Korb draufbauen und Einkäufe sicher nach Hause bringen und unkompliziert. Jetzt bremsen wir mal. Wunderbar. So, jetzt fahren wir mit dem Fahrrad noch mal eine Runde durch die City und danach gehen wir noch mal im Detail darauf ein. Kommt mit! Nachdem ich dieses schöne Fahrrad einmal testen durfte in der Stadt, einmal ein paar Sätze zu den Komponenten. Wir haben hier eine wartungsarme Shimano-Nabenschaltung, 7 Gang, für jeden unkompliziert zu bedienen. Große Räder, 28 Zoll mit Continental Ride City Bereifung, also perfekt für die Stadt. Immer Grip, wunderbar, die rollen auch über jedes Kopfsteinpflaster und federn leichte Schläge ab. In den Laufrädern seht ihr auch, dass wir dort ganz viele Speichen verbaut haben, mehr als üblich. Dadurch ist es auch extrem belastbar. Das heißt, Einkäufe können sorglos transportiert werden. Ob ihr euch vorne ein Körbchen ranmachen möchtet oder hinten, dank des schönen, stabilen Gepäckträgers ist das überhaupt gar kein Problem. Und Einkäufe in der City werden zum Kinderspiel. Zudem ist das Fahrrad mit einem Kettenkasten ausgestattet. Das sorgt dafür, dass eben auch Regen, Schmutz, Dreck, alles nicht direkt an die Kette kommt und dadurch extrem wartungsarm ist. Ebenfalls wartungsarm ist die Rollenbremse vorne. Da gibt es keine Bremsbeläge, die getauscht werden müssen und dadurch ist diese Bremse extrem langlebig. Hinten haben wir einen klassischen Rücktritt, was für ein sorgloses Bremsen in der Stadt führt. Zudem haben wir hier ein integriertes Speichenschloss. Dadurch lässt sich das Fahrrad schnell mal abstellen, abschließen, kurze Besorgungen können problemlos gemacht werden und es kann schnell weitergefahren werden. Ebenfalls haben wir hier integriertes Licht. Ganz besonders auffällig oder weniger auffällig ist das integrierte Licht vorne, denn das schließt mit dem Rahmen ab und sorgt für einen insgesamt extrem clean Look. Und dieser Nabendynamo, der sorgt dafür, dass das Fahrrad permanent eine Beleuchtung hat und auch tagsüber, zum Beispiel bei etwas grauem Wetter, der Fahrer oder die Fahrerin immer gut gesehen werden. Durch den ergonomischen Lenker ist die Sitzposition aufrecht und der Sattel bietet jeglichen Komfort und eine Tour durch die City ist so also wirklich auch gemütlich möglich. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass wir vorne keine Federgabel verbaut haben, was dazu führt, dass das Fahrrad leichter ist und wartungsärmer. Das heißt, dieser Verschleiß und dieser Wartungsaufwand einer Federgabel fällt weg. Dadurch, dass die Federgabel wegfällt, gibt es einen cleanen Look und das ganze Fahrrad bekommt eine klassische Optik. Und in der Stadt ist eine Federgabel ja auch nicht unbedingt notwendig. Mein Fazit zu der Gazelle Esprit ist, es ist ein wartungsarmes, klassisches Damenfahrrad, ideal für die Stadt. Für 749 Euro bekommen hier wirklich ein rundum sorglos Paket, welches einen sicher durch die Stadt bringt und
viel Fahrfreude bereitet. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann kommt zu uns in die Filiale, zu Lucky Bike und setzt euch selber drauf und probiert es einfach mal aus. Ich drehe jetzt noch eine Runde, hole meine Kinder von der Kita ab und mach dann Feierabend. Tschüss! So Leute, ich wollte euch noch was zeigen. Ist natürlich der ultralange Ständer der Gazelle. Den müsst ihr euch noch mal angucken. Das ist halt einfach wirklich ein Mordsding, oder? Guckt doch mal bitte. Das ist doch nicht normal. Durch den ergodynamischen Lenker und den bequemen Was? Was ist der Lenker? Ergodynamisch. Ergo. Ja, ergonomisch. Ich persönlich finde es toll, dass es leicht ist und wartungsarm und der Look, okay? Also der Kettenschutz ist ja gut, damit ist mal gut bedient. Nee, ich mache das nochmal.